Für ein Tier. Ich kenne ein Tier. Es hat eine Mähne und sie ist ganz kuschelig. Sie hat einen Kopf. Nein! Kein Nikolaus! Kein Weihnachtsmann! Das ist keine Mähne, das ist ein Bart. Und übrigens, das ist kein Tier. Es hat eine braune Mähne. Pferd. Unser Tier kann man nicht streicheln. Es ist gefährlich. Es hat spitze Zähne, das Tier. Nein! Ein Affe! Ein Affe ist die ganz so. Kein Affe. Es ist ein Raubtier. Das Tier brüllt. Und er hat Pranken. Nein! Er hat doch keine Mähne! Das hat kein Schal, sondern hat hier eine Mähne. Kein Tiger. Nö. Es ist nicht gestreift, aber es hat auch Tatzen. Keine Streifen. Und es wohnt in Afrika, unser Tier. Ein Tiger wohnt in Afrika. Doch. Nein. Ja. Nein. Aber kein Papa-Löwe. Eine Mama-Löwe. Nein, das ist kein Löwe, sondern eine Löwenmutter. Ja. Ein Löwe. Ein Löwe, den meinten wir. Wir jagen wie die Löwen. Heute sind wir bei den Löwen. Das ist der Löwe. Er hat eine dichte Mähne. Und das sind die Löwinnen. Guck mal da. Die haben kleine. Wie süß. Sie sind gerade gefüttert worden. Ein bisschen ist noch da. Viel Knochen. Damit sie richtig kauen können. Wenn sie schon nicht jagen können. In Afrika fressen Löwen Zebras. Oder Antilopen. Die sind schneller als die Löwen. Und schwer zu fangen. Deshalb müssen sich die Löwen etwas einfallen lassen. Sie kennen Tricks zum Jagen. Wollt ihr sie sehen? Wir zeigen sie euch. Das ist Alma. Und das ist Nora. Wenn Alma Nora fangen will, dann ist das ganz schön schwer für sie. Nora ist schon größer und schneller.
unser Löwe. Ohne Trick fängt sie keinen. Löwen verstecken sich. Mit Überraschung geht es besser. Die Zebras wissen nichts von Alma. Und plötzlich ist sie da. Und die Zebras schaffen es nicht mehr wegzulaufen. Aber leicht ist es immer noch nicht. Aber es gibt auch noch einen anderen Trick. Löwen jagen nicht alleine, sondern zu zweit. Oder zu dritt. Oder zu viert. Also, Alma, Solange, Tellin und Diego sind die Löwen. Sie haben einen orangenen Punkt. Und Nora ist das Zebra. Die Löwen kreisen sie ein. Und dann ist Nora leicht zu fangen. Sie rennt den anderen Löwen direkt in die Arme. So fangen wir sogar den schnellen Diego. Gefangen! Schön klug, ihr Löwen. Tschüss. Und jetzt kommt ein Löwe, der nicht brüllen kann. Komm auf meine Schmusedecke, die ist weich und groß. Die ist nicht nur gemütlich, da ist auch ganz viel los. Wir hüpfen drauf, wir toben rum, wir sind hier alle froh. Geht es dir so gut wie mir? Ich mag dich sowieso. Geht es dir so gut? Was ist denn mit dir los? Ach so, du kannst nicht brüllen. Ah, gut, dass du kommst, Maus. Der Löwe kann nicht brüllen. Weißt du, wie man ihm helfen kann? Ja, und jetzt du, Löwe. Das hat ja nicht so gut geklappt. Da kommt ja kaum ein Ton. Ja, dann versuch's doch einmal so. Oh je, das mit dem Brüllen ist ja wirklich schwieriger als gedacht. Seid ihr ja richtige Freunde geworden. Aber selber brüllen kann der Löwe immer noch nicht. Oh, guten Tag, Fuchs. Der Löwe kann nicht mehr brüllen. Weißt du vielleicht eine Lösung?
Was? Du willst die Maus mit Haut und Haar fressen? Ha, jetzt hast du gebrüllt, Löwe. Siehst du, Löwe? Wenn man erstmal seine Angst überwindet, dann kann man auch so richtig brüllen. Ja, wir haben es geschafft, keiner ist allein. Hier auf meiner Schmusedecke geht's uns allen fein.